Herzlich willkommen auf dem lösungsorientierten Vernetzungsportal Living Earth. Hier auf der Living Earth beleuchten wir jeden Monat ein bestimmtes Thema von den unterschiedlichsten Seiten. Um dann das neu gewonnene Wissen, die praktischen Erfahrungen und Anwendungen in unserem Alltag und in unsere Projekte zu integrieren. So erschaffen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, die neue lebendige Erde. Ein ganz herzliches Willkommen auf der Living Earth. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das die Grundlage allen Lebens ist, nämlich mit unseren Böden, mit einem fruchtbaren Humus. Im Manifest der neuen Erde und auf der Living Earth ist ja das Kapitel 1a die Regeneration des Humus. Und es steht dort im Manifest, die Grundlage des Lebens auf der Erde ist ein fruchtbarer Boden, der Humus. Während die Erde selbst mehrere tausend Jahre bräuchte, um den Humus wieder aufzubauen, und wir werden darüber sprechen, wie er abgebaut wurde, schaffen Menschen dies mit spezieller Bodenbewirtschaftung und kompostieren in nur 10 bis 20 Jahren. Priorität hat daher die Entgiftung unserer Böden, der Humusaufbau und die Verbesserung der Bodengesundheit auf privater Land- und forstwirtschaftlicher Ebene. Wie wir das machen können, werden wir heute besprechen mit dem wundervollen Ralf Otterpohl, dessen Arbeit ich schon seit langem verfolge und sehr aufgeregt und sehr froh bin, Ralf, dass ich jetzt mit dir hier sitzen darf. Du bist seit 1998 Professor an einer Uni im Norden Deutschlands, bist Referent, Workshopleiter unter anderem zu den Themen Wasserwirtschaft, Bodenregeneration, regenerative Landwirtschaft. Du bist Geomant, Zukunftsentwickler und Autor von 2 Büchern, Das neue Dorf, Vielfalt leben, lokal produzieren, mit Natur und Nachbarn kooperieren, ja auch etwas, was wir The Living Earth als ganz wichtig betrachten. Und dein neues Buch, Neues Dorf zur neuen Erde, Zukunftsvision für eine grün-blaue Erde. Herzlich willkommen. Ja, ich danke für die Einladung und danke auch für deine tolle Arbeit. So schön, dass wir jetzt zusammen wirken dürfen. Ralf, warum sind gesunde Böden so wichtig für unsere Gesundheit, unsere menschliche Gesundheit, die Gesundheit der Tiere, Pflanzenwesen, der Elemente und für ein gesundes Wasser? Ja, ohne lebendige Böden müssten wir halt entweder im Wasser leben oder auf der Erde wäre gar kein Leben mehr oder nur noch, Bakterien und irgendwo andere kleine Organismen, aber wir können nur leben, wenn wir gesunde Erde haben. Und ich bin selber ja aus der Wasserwirtschaft und wir haben nur dann sauberes Wasser, genug Wasser und Regen und Verdunstung und Wolkenbildung, wenn die Böden halt wie ein Schwamm sind, das Wasser, wenn es stark regnet, aufnehmen und dann langsam wieder abgeben, Grundwasser anreichern und so weiter. Wenn die Böden kaputt sind, viele sind kaputt gemacht worden, das hört langsam auf, weil die Menschen was verändern, die Bauern stellen um, die Regierungen unterstützen weiterhin in den meisten Ländern der Welt die Bodenzerstörung im ganz großen Stil, einschließlich deutschsprachiger Raum. Und da kann man schon sehen, dass grüne Politik im Moment verkommen ist zu etwas, was halt gar nichts mit ökologischen Themen mehr zu tun hat. Und das Tolle ist, dass immer mehr Bauern, Gartenbauer, Leute, die ja einfach auch auf Waldgärten machen, es einfach tun und in vielen Teilen der Welt. Europa ist ganz, ganz hinten dran. Also wir sind wirklich die größten Bodenzerstörer inzwischen mit einigen Teilen Ostasiens und andere Teile der Welt gehen voran. Aber zum Glück ist halt auch in Europa, im deutschsprachigen, besonders Schweiz, geht ein bisschen voran, die Bodenregeneration jetzt voll im Vormarsch. Und so denke ich, dass es gut weitergehen wird. Und irgendwann werden die Regierungen einfach sowas unterstützen müssen, weil die Menschen jetzt verstehen, was abläuft. Möge es so sein. Und bis dahin werden wir uns unsere Gesundheit, unsere Böden in die eigene Hand nehmen. Und du bist ja jemand, der sich damit sehr intensiv beschäftigt. Ich würde mir wünschen, dass du uns jetzt, also vor allem auch Menschen, die noch nicht begeistert und verliebt sind in den Humus,
weil sie einfach noch nicht wissen, welche fantastische Welt sich unter ihren Füßen befindet, einlädst in den Boden, woraus der Boden besteht und auch warum so ein Boden dann zum Beispiel wie ein Schwamm ist. Ich habe in einem deiner Interviews gesehen, auch einen Bodentest, wo ein Stück Boden in Wasser eingelegt wird und der gesunde Boden quasi wie ein Schwamm dann oben aufschwimmt und ganz bleibt, während ein Boden, der eben nicht durchwurzelt ist, sich auflöst. Führe uns doch mal in die wundervolle Welt des Bodens und erzähle uns, was sich da alles abspielt und warum das auch so gesund ist und vielleicht auch einen kleinen Ausflug dann zu unserem Mikrobiom in unserem Körper, das ja intensiv und intim mit dem Bodenmikrobiom zusammenhängt. Ja, gerne. Also das ist halt so, dass die Böden meistens nicht so im Blick sind, aber indirekt schon. Also wenn wir wirklich einen vielfältigen Pflanzenbewuchs haben, wenn einfach die Pflanzen gut und satt dastehen, auch wenn es wochenlang, monatelang Dürre hat, dann sehen wir, oh, da ist irgendwas, was diese Pflanzen am Leben hält. Dann sind wir schon beim Boden. Und der größte Feind des Bodens ist der Pflug. Und, und insofern ist halt die Bodenzerstörung jetzt eigentlich kein Ding, was jetzt in der Neuzeit nur passiert ist. Professor David Montgomery hat ja die Forschung dazu gemacht. Also die großen Kulturen der Welt haben fast alle sich rausgeschossen, weil sie die Böden zerstört haben. Und dadurch ist Krieg entstanden, es ist viel Elend entstanden, weil die Menschen, die ihre Böden zerstören, stehlen dann sehr oft das Land ihrer Nachbarn, töten diese Nachbarn, man nennt es Krieg. Und die ganzen Kriege, die es im Moment gibt, haben auch mit Knappheit, Verknappung zu tun, mit fehlenden Wasserressourcen. Und es ist umgekehrt auch so, wenn alles gut funktioniert, wenn die Böden produktiv sind, genug gute Nahrung da sind, sind die Menschen friedlich. Und das ist halt etwas, was im Moment zum Glück sehr, sehr schnell zunimmt. Und ein gutes Stichwort ist tatsächlich regenerative Landwirtschaft, weil genau da pflügt man nicht mehr. Also den Hauptfeind des Bodenlebens stellt man an die Seite. Und die anderen Feinde sind natürlich Biozide, die kann man dann auch immer weniger einsetzen und ganz weglassen. Aber es ist im Wesentlichen so, dass die Bodenpilze halt angereichert gehören. Und das ist eine relativ neue Erkenntnis und alt auch. Also vor 100 Jahren war das auch gerade im deutschsprachigen Raum weitgehend bekannt, wurde dann aber verdrängt von Menschen, die eigentlich lieber Geschäfte machen, als dafür zu sorgen, dass die Landwirtschaft gut läuft. Und Möglichkeiten der Bauern, jetzt wieder unabhängig zu werden, also die Proteste, die im Moment überall ablaufen, also fast überall in der Welt eigentlich, zum Teil richtig heftig eskalieren, da ist halt die Verpflichtung der Bauern, auch ihren Teil zu tun. Wenn man jetzt fordert irgendwo, dass der Diesel wieder weniger Steuern hat, dann ist das ein sehr, sehr kleines Ding. Aber wenn man halt die Böden wieder aufbaut, und das geht wirklich in wenigen Jahren, nicht mal in Jahrzehnten, dann wächst das Einkommen, weil man kann sehr schnell diese Chemikalien deutlich reduzieren, die sehr, sehr teuer geworden sind, sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Und ganz schnell hat man am Ende des Jahres wieder deutlich mehr schwarze Zahlen auf dem Konto und kann halt einfach auch unabhängiger werden. So spannend, was du sagst. Vielleicht geht der Friedensnobelpreis ja mal an regenerative Landwirtschaft. Also unbedingt für Gabe Brown. Also das ist derjenige, der das weltweit bekannt gemacht hat, weil er hat nicht einfach nur gemacht, sondern er hat da viele Vorträge gehalten. Und das, was die Menschheit gerettet hat, und ich denke, wir sind schon über dem Berg, zumindest was Böden betrifft und so. Der ganze Kriegswahnsinn, der darf dann auch noch aufhören, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil das ist auch ein starker Zusammenhang. Weil schlechte Ernährung macht auch gewalttätig.
Und da ist halt einfach auch die Sache, dass die, dass wir einfach YouTube haben und hatten. Also ich denke, YouTube hat die Welt gerettet, auch wenn in letzter Zeit die teilweise komische Sachen machen. Trotzdem die Rolle, die sie haben, die Arbeit von Gabe Brown und vielen anderen bekannt zu machen, ist unglaublich. Also Millionen von Menschen rings um die Welt haben durch Videos von Gabe Brown, der wirklich ein toller Redner ist und auch gleichzeitig sehr praktisch und endlich ja auch noch ein Buch geschrieben hat, auch was jetzt auf Deutsch ist, Aus toten Böden wird fruchtbare Erde. Dirt to Soil als Titel gefällt mir besser. Und Gabe Brown ist eigentlich der, wo alleine das Lesen von diesem Buch, also ich rufe alle dazu auf, das Buch von Gabe Brown, es ist eine spannende Familiensaga, es ist wirklich toll zu lesen und man lernt regenerative Landwirtschaft nebenbei. Und es ist halt so, dass die Bauern, die sowas lesen, also ich kenne in Norddeutschland zwei Jungbauern, die haben halt einfach nur das Buch von Gabe Brown gelesen, haben sie mit dem Vater gesprochen, der den Betrieb noch leitet, und der hat gesagt, ja gut, probieren wir, ne? Und dann haben die mit regenerativ angefangen. Das ist inzwischen 3 Jahre her. Ich war dort, als es 2 Jahre her war. Die Böden waren schon dermaßen viel besser, dass kein Wasser mehr auf den Böden stand, als es massiv geregnet hat. Die waren schon nach 2 Jahren sehr viel besser geworden und hatten dann gerade irgendwie 30.000 Bäume bestellt, ne, um Agroforst zu machen, was sehr viel Sinn macht. Also in die Acker rein hinein oder in den Acker hinein auch Baum rein. Und das ist eine zusätzliche Einkommensquelle, verbessert die Böden, weil diese tiefen Baumwurzeln, die bilden auch dann wieder Humus, holen Nährstoffe aus der Tiefe wieder hoch. Und sind auch gutes Futter für die Tiere, die wir halt auch brauchen. Aber wir halten die Tiere so, dass sie gut leben in der regenerativen Landwirtschaft. Und dann kann man halt diesen Wahnsinn mit dieser industriellen Tierhaltung auch innerhalb weniger Jahre verschwinden lassen. Das ist überhaupt nicht akzeptabel und es geht komplett anders. Und dann ist halt der Kuhdung der große Bodenverbesserer. Wundervoll. Wir werden den Link zu dem Buch unten einstellen, alle das Buch kaufen und das Buch verschenken und an alle Gärtner und an alle Bauern aus der Umgebung. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber du hast mich gerade so neugierig gemacht, dass ich es mir sofort bestellen werde und lesen werde. Wollen wir ganz kurz darüber sprechen, wie der Boden aufgebaut ist und warum zum Beispiel der Einsatz eines Pflugs, was der kaputt macht an Bodenleben? Und auch, warum das Mikrobiom und die Mykorrhizen im Boden so wichtig sind für alle, die den Boden noch nicht so gut kennen. Ich war nämlich so fasziniert, wie ich das erste Mal gelernt habe, was für ein symbiontisches Leben da im Boden stattfindet, wo die Pflanzen ja auch sind mit den Regenwürmern, die den Boden aufbauen und die Mykorrhizen, die Pflanzen mit ihren kleinen Hufen durchkriechen und den Pflanzen das Wasser bringen und die Pflanzen sie dafür füttern. Was sich da sonst noch alles abspielt und warum es so wichtig ist, dass das ungestört bleibt. Sehr gern. Also wir beobachten inzwischen seit vielen Jahren, dass die Menschen ganz wenig Ahnung haben von den einfachsten naturwissenschaftlichen Grundlagen. Auch Leute, die Abitur gemacht haben. Und da sieht man halt, das Schulsystem ist wirklich Meister da drin, dass man Jahre über Jahre da in so einer Bank sitzt und nichts sich merkt. Und das ist halt, weil das, was da gelehrt wird, halt isoliert ist, man lernt dies und das und es ist halt etwas, was halt einfach nur Frontalunterricht und da sitzen, das ist halt der beste Weg, dass die Menschen einfach nichts lernen. Und das ist natürlich für den Menschen selber nicht schön. Und deshalb machen wir mal ganz kurze Schnelleinführung, Crashkurs Boden. Boden besteht halt aus Mineralien, das ist bekannt, aber wenige wissen schon, welche es sind. Es ist halt einerseits der Sand, ne? Wo am Strand liegt man auf Sand. Und in den meisten Böden hat man dann aber auch feinere Bestandteile. Da sind wir beim Schluff. Das ist halt, was die meisten Lehm nennen. Aber es ist eigentlich Sand, Schluff
Und das andere ist halt das ganz feine Zeug, das ist der Ton. Und diese drei Bestandteile, also immer eine Handbewegung, ne, das ist vermischt, dass man sich das merkt. Also das ist erstmal schon mal das Mineralische. Dann gibt es da drin Hohlräume, da ist Luft und in den Poren ist Wasser. Und selbst wenn es lange trocken ist, hat man in feinen Poren noch Wasser. Jetzt hat Sand aber wenig feine Poren und deshalb trocknet Sand ganz schnell aus. Und die Pflanzen können aber sich erst so richtig entwickeln, wenn halt im Boden ja, einfach Humus ist. Ja, und jetzt Humus ist halt das, was halt aus abgestorbenem Leben besteht. Es sind nicht die Regenwürmer, das ist das Edaphon. Das ist also, dass die Lebewesen gehören nicht zum Humus und bilden aber Humus. Wenn ein Regenwurm abstirbt, wird er Humus. Wenn eine Wurzel abstirbt, wird er Humus. Wenn man eine Kompostierung macht, baut man ein Humusmaterial. Und insofern ist halt dann die Grundlage gelegt, dass dort Bäume wachsen können, dass Sträucher, Pflanzen, Blumen und auch unsere Gemüse zum Beispiel wachsen. Getreide wird viel zu viel angebaut, ist eigentlich keine sonderlich tolle Nahrung. Also ich würde sehr empfehlen, dass wir mehr auf Esskastanie wechseln. Und wir haben aber im Boden unendlich viele Mikroorganismen. Und das sind zum einen Bakterien. Und da gibt es schon eine unglaubliche Vielfalt. Und jetzt hat man in den letzten Jahren gemerkt, das ist, wie gesagt, das war früher alles auch schon bekannt, aber jetzt so sagen wir mal in der Neuzeit kam das raus. Und das hat jetzt nochmal einen richtigen Schub gegeben für die regenerative Landwirtschaft und auch immer Gartenbau. Die Prinzipien sind gleich, dass die wesentliche, ja, der wesentliche Bestandteil im Boden, damit dieser Boden richtig gute Nahrung bringt, wo wir eine hohe Nährstoffdichte haben, also diese Vokabel bitte lernen. Die hohe Nährstoffdichte können nur die Bodenpilze. Und das ist die Arbeit von Dr. David Johnson, dem ich da sehr dankbar für bin, University of New Mexico in den USA. Und das ist auch absolut klasse, ergänzend zu den fünf Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft, die Gabe Brown und andere jetzt vorangebracht haben. Und ich nenne es halt inzwischen, ich bin dann erstmal zu sieben Elementen gekommen, weil diese Anreicherung der Bodenpilze, das ist so die Königsdisziplin. Und wenn wir die Bodenpilze nicht anreichern, wird es alles nichts. Und dazu, um die Biologie erstmal in Gang zu bringen, braucht es noch ein Element oder viele Elemente. Und das ist nämlich, dass man guckt, welche Spurenelemente fehlen im Boden. Wir müssen im Grunde über 80 Elemente angucken, weil wir wissen gar nicht, was alles eine Rolle spielt. Ne, also das ist halt eine Sache, die man in der Schule lernt, ist halt essentielle Spurenelemente. Es ist wissenschaftlicher Bogus, absoluter Quatsch, weil wir wissen gar nicht, was alles wirklich absolut nötig ist. Und es gibt Substanzen, die sind nicht als essentiell eingestuft, aber essentiell wichtig für das Überleben der Pflanzen. Und das ist auch, es werden so langsam mehr dazugefügt, aber wir können davon ausgehen, da wir das alles nicht verstehen, das ist alles unglaublich komplex, ne? Also eine der Sachen, die in der Schule ätzend ist, dass man so tut, als ob alles verstanden ist. Das hat mich damals, als ich selber in der Schule war, dazu gebracht, irgendwie nicht mehr dabei zu sein. Also mich hat das nicht so interessiert. Also was ich so nebenbei gehört habe, das gereicht, dass das alles für die Prüfung wusste. Das war aber etwas, was mich nicht berührte, weil ja, ist ja alles bekannt, was soll ich hier noch? Ne? Hab nach draußen geguckt und gedacht, boah, das ist ja viel interessanter da draußen. Und ja, aber die gute Nachricht ist, das meiste ist unbekannt. Also es ist halt einfach eine tolle Welt, eine spannende Welt, wo wir noch ganz vieles erforschen können. Und wer jetzt die Bodenpilze untersuchen will oder die Welt der Pilze, Paul Stamets ist da eine tolle Quelle, der hat ganz tolle Bücher darüber geschrieben. Es gibt ungefähr 2 Millionen Pilzspezies, die nicht erforscht sind. Ne? Also da können noch ein paar Leute dran arbeiten.
Und was wir aber wissen, ist, dass eine Klasse der Pilze, jetzt mal sehr vereinfacht, uns super gesund macht und den Boden auch. Und das sind natürlich die Mykorrhiza-Bodenpilze. Jetzt kannst du vielleicht so einen Tusch einspielen. Auftritt Mykorrhiza-Bodenpilze. Und um sich das wieder merken zu können, ich mache mir hier ein bisschen ein Bild, das wäre jetzt ein Stück Wurzel. Und wenn man so einen Meter Wurzel hat von irgendeiner Pflanze, wenn man diese Bodenpilze hat, die tun sich zusammen mit den Wurzeln. Und dann wird aus einem Meter Wurzel 1000 Meter Pilzmyzel. Und dann kann die Pflanze plötzlich Wunder, weil die kann ihrer Mykorrhiza sagen, ey, sag mal hier, ich gebe dir ein bisschen Zückerchen, ne, machen die wirklich. Ich brauche Molybdän, ich will unbedingt Stickstoff produzieren, da ist kein Molybdän, hol das doch mal von da unten. Du hast doch da irgendwie in 12 Meter Tiefe, da kriegst du doch Molybdän her. Oder wenn es sehr trocken ist, hol mir mal Wasser hoch aus großer Tiefe. Wir werden im Moment halt irgendwie mit Kindergeschichten bombardiert. Ne? Es irgendwie alles stirbt ab, der Wald stirbt ab. Tut er gar nicht. Der stirbt nur ab, wo er malträtiert ist, wo das Bodenleben tot ist, weil dann haben die keine Mykorrhizen mehr und dann stirbt Wald, wenn es eine Weile trocken ist. Nebendran mal gucken, Kuckuck, wenn man Nachrichten hört, ne? Da guckt man einfach mal. Und schaut, ja, da wird gesagt, da stirbt der Wald ab. Ja, guck mal einen Kilometer weiter, da ist der Wald grün und satt und super gesund. Warum erzählt man uns so einen Scheiß? Also, das sind keine Journalisten, sondern das sind Märchengeschichten, nee, nicht Märchen, Märchen, das wäre jetzt gemein, aber Kindergeschichtenerzähler. Und auch Erzählerinnen. Das ist irgendwie was, wo. Ja, einfach das frustriert, wenn man halt irgendwie sieht, dass es nicht um Wahrheit geht oder um die Realität, sondern wenn halt einem Geschichten erzählt werden, um einem irgendeinen Quatsch da schmackhaft zu machen, wo Steuergelder damit abgezockt werden, Milliarden verdient werden im Hintergrund und die Böden gehen weiter kaputt, wenn es nach der Regierung geht. Und da aber jetzt wir Menschen und die Bauern und die Gärtner schlau werden und jetzt auch vielleicht einige, die hier jetzt dabei sind, hallo, willkommen, mitmachen, Böden aufbauen und man muss das nicht gleich beruflich machen. Ne? Also wenn man irgendwo ein Stück Garten kriegt, ein paar Leuten sich zusammentun und einfach mal ein bisschen Gärten und Boden verbessern. Ne? Und da ist halt diese Mykorrhiza. Ich erzähle einfach mal eine Geschichte, die halt einfach zeigt, wie relevant das ist. Ich weiß, dass du dich ja auch sehr für Ernährung interessierst. Und diese Geschichte kennst du wahrscheinlich nicht. Es ist der Hammer. Also, ich war in der Schweiz vor 2, 3 Jahren. Ich bin jedes Jahr mehrmals da oder jedes Jahr zumindest ein, zweimal da, weil da die Leute schneller wach werden und regenerative Landwirtschaft machen. Das großen Spaß macht da. Und ich habe zwei Leute kennengelernt, die halt sich damit beschäftigen, professionell Mykorrhiza-Bodenpilze an die Pflanzen zu bringen. Und jetzt haben die mir da erzählt, die hatten einen Auftrag in Italien, ein großer Olivenhersteller, also ein Riesengutshof mit Tausenden von Olivenbäumen. Und eine der Kindergartengeschichten, die uns erzählt wird, ist ja diese Olivenkrankheit. Man wird gleich verstehen, warum das eine Kindergartengeschichte ist. Wenn man Olivenbäume mit Mykorrhizen versorgt, was die dann gemacht haben, das war ihr Auftrag dort, ist schwer. Also es ist nicht einfach, das zu machen. Und dann, das Olivensterben war innerhalb weniger Wochen vorbei, ne? Weil es gibt kein Olivensterben, sondern es gibt nur Olivenbäume, die in toten Böden stehen, die mit Fungiziden, ne? Fungizid, ne? Pilze tot machen. Pilztotmachzeug wird auf die Böden gespritzt. Wie kann da jemand glauben, dass da halt irgendwas Vernünftiges draus wird? Da kommt tote Nahrung raus, die Menschen zwar am Leben erhält, aber in chronische Krankheit bringt.
Und dieses Beispiel mit der Mykorrhiza, das jetzt wird es richtig toll, weil die nächste Ernte kam und man macht so Untersuchungen. Beim Olivenöl ist es halt so das Qualitätskennzeichen, wie viel Polyphenole sind da drin. Also das ist so das, was wir brauchen, ne? Und die Olivenöl hat da viel von. Ist ein relativ gutes Öl, obwohl es ein Pflanzenöl ist. Die meisten Pflanzenöle sind Mist und sollten vermieden werden. Sonnenblumenöl, Rapsöl niemals nehmen, wenn man es nicht, wenn man es vermeiden kann. Und die Werte, die dieser Betrieb normalerweise hatte, waren 250 Milliliter pro Liter. Und dann haben die dann jetzt das übliche Labor wieder Proben hingeschickt und haben gedacht, ja, was haben wir denn jetzt? Und dann kam die Antwort, ja, Gerät kaputt, können wir nicht sagen. Und dann erst das vierte Labor war dann aus den USA schon. Wahrscheinlich haben sie dann nicht mehr gesagt, was das ist oder so. Hat dann gesagt, ja, wir sind weit über 2000. Und jetzt wissen wir, dass das natürliche Olivenöl in einem Boden mit Mykorrhiza-Bodenpilzen, und Mykorrhiza ist sehr wählerisch, ne? Also das ist halt, es gibt, wie man inzwischen weiß, Tausende von verschiedenen Mykorrhizen, die nur mit ganz bestimmten Pflanzen sich verbünden, ne? Also das, wo die Wurzel jetzt irgendwie sich verbündet, die findet nicht so leicht Verbündete, wo der Boden tot ist. Und deshalb müssen wir halt die Böden wieder lebendig machen. Und da können wir vielleicht gleich mal kurz drüber reden, wie man es ganz einfach auch machen kann. Und wenn man jetzt sieht, ein Öl mit 250 Milligramm pro Liter Polyphenolen gilt als gutes Öl. Der Betrieb dort hat dann gesagt, redet da nicht drüber, und die verkaufen ihr Öl jetzt als Nahrungsergänzungsmittel für gigantische Preise. Aber jetzt spricht sich's ja rum, und alle, die jetzt Oliven anbauen, neulich mit einer Frau gesprochen, die Oliven anbaut, habe ihr diese Geschichte erzählt. Die hat es nicht interessiert. Also es sind auch Menschen, die kapieren gar nicht, wie weitreichend das ist. Und insofern, es wird ein bisschen dauern, aber es gibt doch so einige Menschen, die so ein bisschen wacher sind. Und ja, dann halt einfach auch in sowas einsteigen, sodass die Menschen richtig gesund sein können, ne? Durch gesunde Böden werden die Menschen gesund. Und da ist es halt dann aber auch nötig, neben der Biologie auch die Spurenelemente anzureichern. Und da ist halt wirklich, wie gesagt, diese über 80 Elemente und diese breite Palette. Das ist halt der Dr. Stefan Hügel, der sich da jetzt im deutschsprachigen Raum sehr drum kümmert. Der hat bei mir seine Doktorarbeit gemacht und einer der besten Leute, und hat dann jetzt 3 Jahre Tag und Nacht ganz wörtlich recherchiert, was es gibt zu Spurenelementen für Böden und auch für die Gesundheit. Und das ist der Verein mineralienwende.de. Du kannst das ja auch vielleicht verlinken und mit ihm vielleicht auch mal ein Gespräch machen. Das ist unheimlich wichtig, weil es gibt halt Spurenelemente, wie zum Beispiel Lithium. Wenn uns Lithium fehlt, dann werden wir sehr leicht depressiv und suizidal oder gewalttätig, ne? Und das ist nur ein Beispiel. Und da ist halt auch was viel fehlt, ist halt zum Beispiel Selen. Und das Selen ist halt etwas, was halt, ja, einfach, wir sind Selenmangelgebiet, ganz Mitteleuropa. Und das führt halt zu sehr viel Herzkrankheiten und auch ansonsten. Also Wasserbüffel in Europa, die sterben, wenn man ihnen nicht Selen gibt. So krass ist das. Und wir werden nur chronisch krank, ne, und sterben früh an Herzversagen. Und Finnland hat irgendwo mal gedacht, da waren tatsächlich Politiker, die sich um ihre Leute gekümmert haben. Es ist fast ein Wunder. Es ist einfach. Die haben halt dann ein Gesetz gemacht, dass halt dem Mineraldünger Selen zugesetzt werden muss in Finnland. Und siehe da, wie zu erwarten war, sank die Zahl der koronaren Herzerkrankungen innerhalb von wenigen Jahren um, ich glaube, über 50%. Und da aber die meisten Politiker nicht so cool drauf sind, sich um ihre Bevölkerung zu kümmern,
ist das in keinem anderen Land gemacht worden. Ist schon relativ lange her. Und ja, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und so langsam müssen wir nach Taten gucken und nicht nach dem ganzen Dummgequatsche. Und da kann man jetzt sehen, dass sehr viele in Politik, in den Medien und so weiter die Menschen schädigen, weil sie wichtige Informationen zurückhalten, vorenthalten. Und das ist halt etwas, was jetzt so langsam aufhören kann, ne? Neue Erde, ne? Wie so alte indische Veden. Du hast ja da auch eine von den Göttinnen dahinter dir. Die indischen Veden haben halt vor tausenden Jahren gesagt, in unserer jetzigen Zeit, Lug und Trug werden verschwinden. Ne? Und deshalb kommt jetzt so vieles raus. Und da haben wir jetzt ja auch wieder ein paar schöne Themen hier. Und das ist halt so die Grundlage, dass die Böden besser werden. Wundervoll. Es gibt ja auch etwas, was uns in der Schule nie beigebracht wurde und vor 10 Jahren war es noch irgendwie fast esoterisch zu sagen, du bist, was du isst. Wo ich mir als Kind schon gedacht habe, also dass wir das nicht von klein an, dass es klar ist, dass unser wundervolles Körperwesen, mit dem wir hier diesen Planeten beleben dürfen, gepflegt und gehegt werden sollte und man wirklich nicht nur schaut, dass unsere Organsysteme in einer Frequenz mit der Erde sind, aber auf Frequenzen werden wir später ja auch noch zurückkommen, wenn wir über Geomantie sprechen, sondern dass es auch alle Elemente braucht, um wirklich gesund zu sein. Wir hatten ja auch auf der Living Earth schon ein spannendes Gespräch über das Bodenmikrobiom. Magst du ganz kurz noch auf das Mikrobiom eingehen, weil nämlich ich mich erinnere, dass du in einem deiner YouTube-Videos davon gesprochen hast, dass die Ratio der Bakterien zu den Mykorrhizen 1 zu 1 sein sollte und dass das viel wichtiger ist als der Dünger, der dem Boden zugeführt wird. Und etwas interessiert mich auch noch, ist es wichtiger, dass erstens, wie werden die Mykorrhizen zugeführt, ganz praktisch, und holen die Mykorrhizen dann quasi die Nährstoffe aus der Tiefe des Bodens, wie du gesagt hast, die Pflanze sagt, hallo, hallo, ich brauche Selen, Bor wäre vielleicht auch Borax, auch etwas, was wir kaum mehr in den Böden haben. Oder führt man das dann von oben zu oder ist das je nach Boden? Also wird das von außen dazugefügt oder werden die Mykorrhizen aktiviert und zugeführt, damit die das dann aus den Tiefen holen? Wir müssen erstmal ein bisschen helfen. Und das Verhältnis 1 zu 1, das ist dann Bodenbakterien zu Bodenpilzen insgesamt. Und Mykorrhizen sind halt speziell, also das ist halt da, die halt diese Symbiose eingehen. Und es gibt aber noch viele andere Bodenpilze. Und diese Bodenpilze, die können halt Spurenelemente ja einfach holen, wo die Wurzel nicht hinkommt und rauslösen, auch aus dem Gestein. Da auch noch mal zur Erinnerung: Sand, Schluff und Ton. Und interessanterweise gibt es, da müsst ihr auch noch Ton in der Hand haben, das macht ja richtig Spaß, oder? Also alle, die Kinder haben, die sehen ja, wie schön das ist, wenn die Kinder mal mit Ton punchen können. Und das ist so, dass da bei den Bodenpilzen halt diese Schwammigkeit des Bodens, die wird halt auch durch Bodenpilze hergestellt, das ist eine Substanz, Glomalin, die halt dann diese Strukturen im Boden bildet, die den Boden halt durchlässig machen. Und nur damit nimmt wirklich ein Boden auch Starkregen auf. Ne? Es kann ein riesenstarkes Sommergewitter, kann locker weggeschluckt werden von einem gesunden Boden. Ich war im letzten Jahr auf einem Hof in Süddeutschland und da ist halt, die haben gemessen 160 und mehr Liter Wasser pro Quadratmeter und Stunde versickert. Es ist ein gigantischer Wert und solche Regen kommen nicht vor. Also man kann sagen, alle starken Regen versickern und die lang andauernden Regen versickern sowieso. Und auf diesen Böden steht kein Wasser und da gibt es auch keine Austrocknung, weil das Grundwasser wird natürlich erhöht, wenn das Wasser nicht einfach wegfließt oder verdunstet. Und jetzt die Sache, wie
können wir das Ganze starten? Also wir müssen halt da, wo die Böden runtergewirtschaftet sind, und das ist fast überall so leider. Wir haben oft nur noch 1% Humus oder sowas. Also es ist irgendwie kurz vor Tod. Und das ist halt etwas, wo dann, wenn erstmal nichts mehr da ist, dann müssen wir auch erstmal nachhelfen mit Spurenelementen, ne? Und dass die Biologie erstmal in Gang kommt. Und das sind halt für mich diese 7 Elemente der regenerativen Landwirtschaft. In meinem YouTube-Kanal habe ich da auch nochmal einen ausführlichen Vortrag jetzt für Leute, die sich für Landwirtschaft und Gartenbau im Detail noch interessieren. Und wir haben im Grunde jetzt aber alles zusammen, dass wir halt so eine Startbedingung herstellen. Die Biolandwirtschaft hat leider bisher die Chemie missachtet und das rächt sich. Die Biolandwirtschaft ist damit zufrieden, dass sie teilweise weniger als agrochemisch erwirtschaftet. Und das ist eine Bankrotterklärung. Sie müssten sehr viel besser sein. Und da sie aber meistens auch noch pflügen, können sie auf keinen grünen Zweig kommen. Bei der Biolandwirtschaft ist es fast unmöglich, genug Kompost zu kriegen für große Flächen. Im Garten ist es machbar. In Gärten kann man mit viel Kompost arbeiten, aber in der Fläche braucht man halt dann solche riesigen Mengen, dass viele Betriebe das halt tatsächlich nicht schaffen. Und insofern bringe ich die Bildung von Humus in den Boden. Und dafür machen wir halt ja, sagen wir mal, man könnte sagen, Bodenaktivator-Kompost oder ein Starter-Kompost oder sowas. Und das ist jetzt da diese 5 Elemente der regenerativen Landwirtschaft. Da kommt halt das erste dazu, Bodenbiologie anreichern mit den ganzen Bodenpilzen. Und das zweite ist, erstmal die Spurenelemente mit reinzubringen, weil, wie du sagst, also die Hälfte aller Weltagrarböden hat Bormangel und Eisenmangel und ganz viele haben kein Mangan, Magnesium, und wenn ich kein Molybdän habe, auch ein Spurenelement, dann kann das Bodenleben keinen Stickstoff produzieren. Und das ist halt jetzt so eine Sache, wo es gibt halt gigantische Düngerfabriken und ja, dank der Zerstörung der Industrie besonders in Deutschland, aber eigentlich insgesamt in Europa, durch irgendwelche Irren, die halt einfach das zerstören, was in Jahrzehnten aufgebaut wurde, und zwar dann noch Sektkorken springen lassen, wenn hier alles kaputt gemacht wird. Ich bin nicht so geil auf Armut, die jetzt gerade entsteht. Deutschland wird gerade zum Entwicklungsland gemacht, ne? Also Kolonialisierung passiert gerade weltweit mit allen Ländern. Und anstatt dass wir jetzt Kolonie werden, weil diese Düngerfabriken jetzt nach China abwandern, was sie gerade tun, ne? Wegen hoher Energiepreise in Deutschland. Und da haben wir halt jetzt die Chance, okay, Stickstoff. Produktion mit gigantischen Energiemengen brauchen wir doch gar nicht. Geht doch weg, geht nach China, zack. Wir kaufen den Mist aber dann auch nicht mehr, weil wir verbessern die Böden so, dass sie das selber können. Wenn der Boden jetzt aber kein Molybdän hat, kann der das gar nicht. Also muss ich gucken, ist Molybdän im Boden, den erstmal zuführen, damit die Biologie erstmal in Gang kommt. Hinterher kommt das alles aus dem Boden. Und ja, das ist halt letztlich das, wo, wenn kein Huhn und kein Ei da ist, kaufe ich am besten erstmal ja, beides, oder? Dass man einfach dafür sorgt, dass es dann auch bald losgeht. Und das ist zum Glück was nicht so schwer ist, weil diese Biologie anzureichern. Das braucht nur so ein paar Kilo auf einen Hektar. Und Hektar ist 10.000 Quadratmeter. Und das ist halt etwas, wo wir diese Bodenaktivierung, die können wir relativ einfach machen. Und jetzt fragtest du, wie kann man es praktisch machen? Und da gibt es bestimmte Kompostierarten. Und ich möchte, du hattest ein Gespräch, glaube ich, mit dem Stefan Lehmann auch. Der ist Weltklasse.
Das ist ziemlich der Einzige, der es auch schafft, Mykorrhiza-Bodenpilze mit seinen Komposten dann reinzubringen. Also der ist noch besser als Johnson. Und der macht halt wirklich absolut Weltklasse Kompostierung, hat sich gerade selbstständig gemacht und freue mich drauf, dass er jetzt auch noch mehr Kurse gibt. Also diejenigen, die das richtig gut lernen wollen, macht einen Kurs bei Stefan Lehmann, mein Bodenteam, zwei Leute davon waren da, haben mitgemacht, waren begeistert und ich weiß halt, was er ungefähr macht und das ist wirklich absolut logisch und super. Und er hat halt auch diese energetische Komponente da drinnen, ne? Und das ist halt das, was auch noch dazugehört. Und das ist halt einfach so, dass das alles rund wird. Und dann kann der Mensch halt ja, Lebensmittel haben, die ihn nicht nur überleben lassen, sondern auch die spirituelle Entwicklung ermöglichen und strahlende Gesundheit und hohes Alter. Sehr schön. Wir werden gesund und wir werden auch die Idee von Alter, die uns eingepflanzt wurde, umdrehen und drauf kommen, was wir alles tun können, um unser, wie ich schon gesagt habe, Körpergefährt vital zu halten und auch vielleicht sogar die Alterung umzudrehen, weil wir plötzlich unsere Zellen regenerieren, wenn wir wieder in die natürliche Ordnung zurückgehen. Und uns dieses Spielangebot nicht mehr annehmen, uns in eine technisierte oder Fabriksnahrung zu uns zu nehmen und so weiter. Genau. Es gibt so viel, was ich dich noch fragen wollte. Wie ist das mit um drauf zu kommen, was meinem Boden fehlt? Macht das auch Sinn für Kleingärtner oder macht das erst Sinn, wenn ich einen großen Betrieb habe und wo kann ich das und wie kann ich das testen, was meinem Boden fehlt und was ich zuführen sollte. Und genau, Mykorrhiza hast du ja gesagt, da ist es gut, sich an den Stefan Lehmann auch zu wenden. Ja, Ich habe. insgesamt Kompostierung, ne? Ja, man kann sehr leicht messen. Ich habe auch so ein Messgerät. Ich greife es mal eben. Also, man kann halt die Qualität der Böden dadurch messen, dass man Blätter nimmt der Pflanzen. Und diese Blätter mit der Knoblauchpresse ausquetscht und diesen Tropfen legt man auf ein sogenanntes Refraktometer, was hier, ich fühle es hier schon. Das sieht dann so aus, also das ist jetzt hier gar nicht vorbereitet, aber ich habe eigentlich so ein Ding in meiner Tasche, weil ich viele Vorträge halte. Und es ist ein sehr einfaches Gerät, kostet irgendwie 30, 40 €. Das misst. Also Refraktometer gibt es sehr viele. Man muss das bestellen, was halt Zuckergehalt und für Blattsaft zum Beispiel 0 bis 20% Zucker. Und das nennt sich Brix, ne? Das Brix-Gerät. Und dann quetscht man halt vom Blattsaft was aus und das macht man hier vorne, das ist so eine Klappe. Da kommt so von diesem Tropfen drauf, dann klappt man das zu und guckt durch und hält es irgendwo in eine helle Lichtquelle oder in die Sonne. Und dann kriegt man einen Wert zwischen ganz wenig und wenn man richtig gut ist, geht der auf 12 und mehr. Und das kann man in jedem Kleingarten machen, aber ich kann dieses Gerät auch mitnehmen in meinen Lieblingsbioladen und einfach mal gucken, ob die Bioware was taugt. Viel Bioware ist auch nicht so toll. Und das ist halt einfach was, weil die pflügen. Wenn die weiter pflügen, kann ich keine gute Nahrung erwarten. Und neben so einem Gerät haben wir noch ein Präzisionsmessgerät, ne? Also unseren Geschmack. Und unser Geschmack sagt uns eigentlich, ob da alles drin ist. Also das, was richtig, richtig gut schmeckt. Ich hatte gestern einen Vortrag im Allgäu. Und da kam ein Bauer an. Also es sind auch viele Bauern in meinen Vorträgen. Das freut mich dann sehr. Und ich hatte dann im Vortrag erwähnt, da dass halt auch der Unterschied bei Möhren zum Beispiel so gigantisch ist, auch im Bioladen. Und dann grinste er so und holte da irgendwie eine Möhre und gab mir ein Stück. Und absolut toll, also super. Und das war jemand, der wirklich alles tut, um sein Bodenleben da anzureichern und dass der auch nicht mehr pflügt und so, ne? Also das ist schon, man kann es messen und man muss aber jetzt nicht tausende Euro ausgeben für Analysen, sondern sich einfach für 30, 40 € so ein Refraktometer kaufen
und kann dann einfach sich selber schlau machen. Und damit sieht man dann auch, ob man mit der Bodenverbesserung auf dem richtigen Weg ist. Also wenn dieser Wert steigt, dann weiß man, okay, das ist hier, der Boden wird immer besser. Wo würdest du die Mittel beziehen, um den Boden zu verbessern, die von außen zugeführt werden? Im Grunde macht man das meiste selber. Also es ist halt diese Bodenbiologie, die man anreichert. Da kann man selber lernen, wie man diese Kompostierung macht. Es gibt auch sogenannte Bodenaktivator-Komposte, die zum Beispiel in einem der Kompostwerke von Franz Rösel hergestellt werden, weil der sich da auch sehr drum kümmert. Weil das ist ein Unternehmer, der ja die Interessengemeinschaft Gesunder Boden gegründet hat, wo ich auch Mitglied bin, die fantastische Arbeit macht. Und er hat halt ein riesen Kompostwerk, wo die auch solche Aktivator-Komposte machen. Aber das ist die Ausnahme. Und da war der Stefan Lehmann, der sich aber jetzt selbstständig gemacht hat. Und ansonsten kriegt man solche Komposte eher nicht. Man braucht aber keine großen Mengen. Und insofern sollte man sich mit ein paar Leuten zusammentun und diese Art Kompostierung machen. Und da ist halt einfach die Sache, dass die Art, wenn man jetzt keinen Kompost hat, ist auch absolut machbar. Ja, Menschen, die einen Garten haben oder auch einen Hof betreiben, je nach Größe würde man halt einen Eimer nehmen oder halt mit einem ja, Anhänger mal oder ja, einfach irgendwas rumfahren, wo man halt so Material sammeln kann. Und dann fährt man durch die Gegend und überall da, wo es richtig gut wächst, wo die Pflanzen richtig schön dunkelgrüne Blätter haben, auch wenn es trocken ist, wo die Blätter so eine Wachsschicht haben, dann ist die Pflanze voll gesund und wird auch nicht mehr angegriffen von Insekten oder Schädlingen. Also Schädlinge machen nur das weg, was eh Schrott ist. Also da, wo Schädlingsanfall ist, wird eh blöd produziert. Also von daher, man sollte eigentlich die Insekten und Schädlinge machen lassen, weil das, was die wegfressen, sollte eh weg. Ist natürlich wirtschaftlich meistens nicht tragfähig. Insofern wird da halt viel gemogelt. Aber wenn man den Boden erst angereichert hat, also jetzt auch mit der Bodenbiologie, dann wird das alles besser. Also man fährt rum, holt sich da, wo es richtig, richtig gut wächst. Und dann packt man halt da an dem Standort so ein kleines Schäufelchen in Küben rein und fährt weiter. Und man geht halt an verschiedene Standorte, nassen Standorten, trockenen Standort, verschiedene Pflanzen und geht unbedingt auch in einen Laubwald. Und in diesen Laubwald nimmt man auch ein paar Schaufeln von diesem, ja, was so schön richtig Waldbodengeruch hat. Und man erkennt, ja, genau. Und da erkennt man halt, dass da dieses weiße Pilzmyzel drin ist. Und diese Pilze sind auch super klasse im eigenen Boden. Und dann, wenn man das alles zusammen hat, dann mischt man das durch und nimmt aber jetzt nicht alles, das habe ich anfangs falsch gemacht, habe ich mühsam alles eingesammelt, dann alles in Wasser aufgelöst und das dann mit der Gießkanne verteilt. Also ich habe eher einen Gartenbau, der überschaubar ist. Ich arbeite nicht viel mit Geräten. Und weil ich mich mehr für Wald interessiere, also Waldgarten und so, das ist so mein spezielles Hobby. Esskastanien, Walnuss und Hickory und Haselnuss und so, diese tollen Sachen alle. Gemüse machen ja viele, aber mit den essbaren Bäumen gibt es noch ein bisschen wenige. Und da ist halt dann, ja, stand ich dann da, habe da einmal so den Boden halt in Gang gebracht, aber hatte dann, als ich das nächste Mal machen wollte, kein Material mehr. Also man verbraucht nicht alles, sondern nimmt da halt erstmal die Hälfte von, löst das in Wasser. Und wenn man es mit der Spritze ausbringen will, kann man das halt einmal durchfiltern durch ein Tuch. Und so kann man es auch in der Fläche einbringen. Aber wenn man Boden mit Biologie versorgt, muss man immer den Boden stören dabei. Also entweder beim Hacken oder die ideale Zeit beim Säen. Also beim Säen mit rein. Also in der Landwirtschaft, die Drillmaschinen haben eine Unterfußdüngung. Da kann man halt Flüssigkeit mit reingeben und da kann man genau diese Flüssigkeit
Breitbandbiologie mit den ganzen Pilzen mit reinbringen. Und beim Säen ist die Biologie gleich da, wo dann halt, wenn da das Getreide zum Beispiel aufläuft, finden die Wurzeln gleich ihre Verbündeten im Reich der Pilze. Und da sind dann halt auch diese Mykorrhizen drinne. Da muss man aber dann dafür sorgen, dass man die da holt, wo genau das auch wächst. Ne? Und weil die so spezifisch sind. Das ist so ein bisschen was. Wir sind im Grunde jetzt im Moment auf einer Ebene, wo alles runtergefahren ist. Vieles wird kaputt gemacht, weil man Menschen was verkaufen wollte. Und die Menschen haben es sich gefallen lassen. Ne? Also wie die Menschen in Afrika, die erstmal von Glasperlen fasziniert waren, haben die jetzt gemerkt, dass die Glasperlen eigentlich gar nicht wertvoll sind. Und so merken wir jetzt auch, dass die Agrochemikalien im Großteil eher schädlich sind. Aber regenerative Agrochemie, ne? Also ich bin nicht mehr so, dass ich sage, Agrochemie weg, sondern regenerative Agrochemie. Stickstoff kann man weitgehend weglassen. Bei den meisten Kulturen Phosphor brauche ich oft auch nicht. Es gibt aber Böden, die brauchen Kalium zum Beispiel. Es gibt Böden, die brauchen Schwefel und so weiter. Und dann ist aber Agrochemie ist auch, jetzt Molybdän reinzubringen oder das Selen und so weiter. Und insofern plädiere ich jetzt für eine regenerative Agrochemie. Und wenn jetzt die große Produktion, also das Einzige, was wirklich im gigantischen industriellen Stil gemacht wird, ist halt die Stickstoffproduktion. Und das kann der Boden besser. Also weg damit, ne, spart es immens Energie. Durch ja, und es verseucht das Grundwasser, ne? Also weg damit. Also das ist halt, wenn der Boden es selber macht, ist es halt so viel, wie die Pflanze braucht. Es wäscht nicht mehr aus und ich brauche diese gigantischen Energiemengen nicht mehr. Ne? Die Stickstoffproduktion hat bisher in Deutschland ein Drittel des ganzen Gasimports verbraucht. Ne? Und insofern ist es gut, wenn wir davon wegkommen. Und dann kann aber eine Agrochemie sich bilden. Und da rufe ich jetzt dazu auf, Leute, macht kleine lokale Betriebe auf, wo ihr vernünftige Beratung anbietet und dann auch diese Produkte liefert. Ne? Wenn jemand Molybdän braucht oder Bor fehlt, dann bringt ihr diese Produkte. Und es ist nicht eine Beratung, die einfach allen irgendwie NPK-Dünger verkauft, der eigentlich überall schädlich ist oder fast überall. Und man kann wirklich eine echte Beratung machen und neben den Chemikalien halt aber auch dann gute Bodenbiologie mitbringen und den Leuten sagen, hört das Pflügen auf und halt Beratung für regenerative Landwirtschaft machen. Oh ja, ja. Du hast vorhin gesagt, Erde, also Humus holen aus verschiedensten Bereichen, dann mit Wasser ansetzen. Macht es auch Sinn, diese verschiedenen Erden in den Kompost einzubringen, dass dieser Kompost quasi, also ich spreche jetzt von etwas, was ich vom Stefan Lehmann in Erinnerung habe, dass der Kompost quasi lernt, nicht nur dadurch, dass ich eben ihm verschiedenste Bausteine zum Weiterarbeiten anbiete, sondern dann eben auch bepflanze den Kompost, damit durch die Wurzelausscheidungen wieder quasi, dass richtig der Kompost immer weiter lernt und mehr anbieten kann, dem Boden leben und ich vielleicht dann auch aus dem einen Komposttee mache, den ich ausbringe. Ja, absolut. Also das ist halt auch was schon lange bei guten Kompostier oder Komposten gemacht wird, dass man sich aus dem Wald ein bisschen was holt und hier und dort, also genau wie ich es beschrieben habe. Und es geht noch einen Schritt weiter. Also da die coolen Leute, die bringen nicht mehr Blumen mit oder so, ne? sondern halt so ein Säckchen von eigenem Kompost. Ne? Nicht beim ersten Date. Also das ist so, wenn gerade so neue Liebe entsteht, wird das wahrscheinlich irgendwie doch. Oder es wäre der Härtetest. Man kann gucken, die Frau, die das mitmacht oder der Mann, der das mitmacht, der ist dann halt vielleicht der Richtige. Ja, und dass man dann halt einfach austauscht. Also je mehr guten Kompost es gibt, desto besser kann man die ganzen Komposte machen. Und diese Mykorrhiza ist was Spezielles, weil die halt einfach nicht einfach im Kompost entstehen. Und die können nur mit der lebenden Wurzel weiter vermehrt werden. Und die muss man halt einmal reinbringen. Und das, was der Stefan Lehmann macht, das ist halt toll, ne? Die Frucht, die man haben will, sät man in diesen Kompost und man... Ja, oder eben nicht säen, sondern man bringt diese Pflanze ein, dass sie ein bisschen Bodenleben mit Mykorrhiza hat.
Und dann hat man diese Mykorrhiza-Sporen in dem ganzen Kompost. Und wenn man das dann ausbringt, dann hat man halt tatsächlich die passende Mykorrhiza dabei. Also insofern, da geht eine ganze Menge. Und auch was der Stefan Lehmann macht, ist auch, dass er auch Vitalenergie anreichert im Kompost. Also er ist ja so eher orientiert am biodynamischen Anbau, Demeter-Anbau, der sehr vieles gut macht. Ne? Also auch, dass ein bisschen Kuhdung immer in den Kompost kommt. Und Demeter ist schon vieles gut, aber leider pflügen viele noch. Also das ist irgendwie so traurig, dass sie dann alles wieder kaputt machen, was sie Gutes machen, wenn sie wieder pflügen. Für alle Und vielleicht da ist. verstanden haben, warum das Pflügen, also ich glaube, es ist mittlerweile jeder, der sich jetzt ein inneres Bild gebaut hat, aber ich bin habe mitgekriegt, dass es manchmal ein bisschen dauert, diese Architektur in dem Boden, das ist etwas wie ein riesengroßer lebendiger Organismus, wo alles am perfekten Platz ist. Und wenn ich jetzt pflüge, zerschneide ich da quasi Lebensverbindungen. Und ich tue das, was unten sein sollte, nach oben kehren, also auch die Mikroben, die eigentlich anaerob unten sind, tue ich nach oben und damit mache ich dieses ganze Lebensnetzwerk, das für Gesundheit sorgt, kaputt. Ich wollte das nur noch einmal erwähnen, aber wahrscheinlich haben sich eh schon alle ganz klar verstanden. Ralf, etwas, was wir jeder Mensch, speziell Menschen, die sich gesund ernähren, aber auch Menschen, die sich nicht so gesund ernähren, jeden Tag ausscheiden, nämlich das gelbe und das braune Gold in verschiedenster, je nachdem mit Hormonen versetzt und mit Antibiotika oder eben auch nicht. Wie können wir das nutzen, um der Erde wieder zurückzugeben? Und was muss man dabei beachten, eben je nachdem, wie man sich ernährt und welche Pharmaka man nicht oder doch in sich aufgenommen hat, aus Unwissenheit? Ja, es ist so, dass halt das war eigentlich das erste große Thema, was ich halt gemacht habe. Ich habe halt studiert und promoviert in Abwasserwirtschaft, habe halt geguckt, wie kann man gute Kläranlagen bauen. Und als ich fertig studiert habe, wie in vielen Bereichen, habe ich festgestellt, Moment mal, meine ganze Branche ist irgendwie komplett unsinnig aufgebaut. Und zum Glück ist es ganz einfach zu erklären, was faul ist. Man darf nicht Toilette und alles restliche Abwasser zusammenmischen. Und das wird leider meistens gemacht. Und ich habe dann verschiedene Systeme entwickelt, so ab vor 30 Jahren ungefähr. Und auch vieles gebaut, viele Vorträge gehalten, wurde erst ausgelacht, dann angegriffen und plötzlich machen viele das. Und ja, jetzt kaum 25 Jahre, nachdem ich da groß gerührt habe, werden große Projekte gebaut. Und da habe ich halt so verstanden, gesellschaftliche Veränderung hat eine andere Dynamik und ich bin entspannter geworden. Und die regenerative Landwirtschaft, das wird auch ein paar Jahrzehnte dauern, aber jeder Bauer oder Gärtner, der halt umstellt, ist wieder jemand, von dem das mehr lernen. Es geht halt letztlich exponentiell, ne? Alles, wo das, was zuwächst, abhängig ist von der Anzahl selber, nennt man exponentiell, ne? Also Mathematik könnte man auch interessant lehren. Und das sind exponentielle Prozesse, ne? Weil jeder, der was Neues macht, kennt wieder 10 Leute, die sich das angucken, davon machen 5 weiter und zack, 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 geht's schnell, ne? Und insofern bin ich da ganz optimistisch, dass es weitergeht. Jetzt die meisten, die hier zuhören, machen nicht Stadtplanung oder Gebäudetechnik und wollen vielleicht wissen, wie kann man es zu Hause machen. Also in der Stadt kann man erstmal nicht viel ändern, außer dass halt die Behörden halt irgendwann mal sagen, okay, wir machen jetzt eine Rückgewinnung der wichtigen Ressourcen. Wie gesagt, das passiert inzwischen in vielen Ländern, die große Systeme machen. Und vieles davon geht auf meine Arbeit zurück. Nicht ich alleine, aber wir waren auch nur 4, 5 Leute weltweit, die solche Systeme da propagiert haben. Und das, was ich aber schon vorher entwickelt hatte, war diese Ansätze der Komposttoiletten. Und aus Schweden kam dann in der Neuzeit Wiederentdeckung der Trennung vom Gelben, vom Braunen. Und das ist halt das, wo man halt tatsächlich der große Teil der Nährstoffe ist halt im Urin.
Und das ist halt etwas, wo alleine, wenn man Urin trennt, hat man schon mal einen ganz, ganz großen Teil der Nährstoffe ja, zur Verfügung, um da wieder Dünger draus zu machen. Und jetzt ist es so, dass die einfachste Art jetzt, wie man die Exkremente halt so einsammeln kann, dass es nicht zu lästig wird, ist halt eine Trockentrenntoilette. Und die alten Komposttoiletten, da hat man Urin und Fäzes einfach gemischt reingetan und die haben eigentlich nie so richtig gut funktioniert, obwohl das Gegenteil immer behauptet wurde. Aber das war keine gute Idee. Und jetzt gibt es halt relativ einfache Toilettensysteme, die auch angenehm sind, gutes Design haben. Man kann auch selber bauen. Und im Grunde ist es ganz einfach, dass so die Hälfte des Toilettensitzes ist halt für Urin und die andere Hälfte, da fallen die Fäzes runter. Und wenn man Urin einsammelt, kann man es halt auch lagern und nutzen. Und jetzt ist aber die Sache, dass viele, die jetzt ja, die eigenen Nährstoffe wieder zum Boden bringen wollen, haben halt nicht ein paar tausend Quadratmeter. Und die müsste man schon haben. Also ein Mensch kann ungefähr 400 Quadratmeter düngen, also eine Fläche, die wirklich gedüngt werden muss. Und das hat fast niemand. Und das ist etwas, wo man halt jetzt sehen muss, es gibt für mich ein ganz klares Tabu. Und das ist halt die eigenen Exkremente und auch das eigene Urin an Lebensmittel oder an Gemüseanbau zu tun. Das schockt viele. Und ich war so Teil dieser Community mit Komposttoiletten und so. Und die haben nicht mehr mit mir geredet, als ich gesagt habe, das nicht an Gemüse tun. Also das ist wirklich ja, eine fanatische Clique. Ich war sicherlich auch fanatisch zu der Zeit. Und wenn man dann halt einfach merkt, in einer Kläranlagenszene, man macht jetzt andere Systeme und die Leute wollen nichts mehr mit einem zu tun haben. Und aber auch dann in der Alternativszene genauso, nicht? Also da werden nur Dogmen geritten. Und das sind Menschen, die halt einfach engstirnig sind. Und diese geistige Öffnung ist halt nötig, damit man halt sieht, okay, das ist halt, man kann immer dazu lernen und man kann halt was vernünftig machen. Und dieses nicht an menschliche Lebensmittel, zum einen halt, du hast es angesprochen, Pharmazeutika-Rückstände, die Pille und auch die Substanzen, die der Mensch produziert, so für sein eigenes System, die im Urin auch noch sind. Und wenn ich dann Tomaten damit dünge, dann ist das ein Medikament, aber ein Eigenurin-Medikament nur für mich. Und wir wissen nicht, was passiert, wenn andere das nehmen. Und das ist halt einfach wo Rudolf Steiner das schon vor an die 100 Jahren halt gesagt hat, menschliche Exkremente nicht an menschliche Nahrung. Und auch damit hat er recht. Und insofern kann man halt erstmal Bäume pflanzen, Nutzpflanzen damit düngen oder halt einfach Mischungen von ganz viel holzigem Material und Urin machen, sodass da wirklich guter Humus draus entsteht. Und nach 10 Jahren kann man dann auch wieder Gemüse reinpflanzen. Jahren. Also es Gut, dauert aber. lang, also es halt, man könnte die nicht kompostieren und durch die Vorgänge im Boden, die Mikrobiellen während der Kompostierung wird es nicht aufgearbeitet, sondern es braucht wirklich lang, lang. Ich frage jetzt auch Naja, nicht. es braucht diese Wandlung. Also das ist halt, das muss durch die Wandlung gehen und das braucht einfach viele Jahre. Und auch wenn ich jetzt Urin an meine Tomaten tue, dann ist das agrochemisch, weil ich mache eine Mineraldüngung mit sehr viel wasserlöslichem Stickstoff. Die Pflanze wird krank, der Mensch wird krank, auch bei Urin. Und insofern, wir haben halt ja, ein Bedarf daran, dass die Gehirne wieder besser funktionieren. Und da gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Zu regenerativer Landwirtschaft gehört halt zum einen, dass wir die Tiere im System auch haben, ne? Dass halt einfach ihr Dung, besonders die Kühe mit Hörnern,
Die bringen ganz besondere Substanzen in den Boden, sodass der Boden da auch nochmal sehr stark verbessert wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch ja, Tierprodukte und auch Fleisch ist ziemlich die hochwertigste Nahrung überhaupt. Und wer das nicht essen mag, dem ist das natürlich freigestellt, zum Glück. Aber es ist halt auch wichtig, dass man, wenn man kein Tier isst, dass man halt weiß, ich muss unbedingt eine Quelle finden für DHA, EPA-Fettsäuren. Und wer die nicht hat, kommt leicht in Demenz und so weiter. Und für die Gehirnentwicklung von Kindern ist eine Katastrophe, dass jetzt manche halt fanatisch vegan sind. Also man kann auch vegan leben, aber es ist nicht leicht. Man muss sich sehr gut auskennen. Und wenn jetzt Mütter in der Schwangerschaft einfach nur vegan leben und das cool finden, aber sich nicht damit beschäftigen, was man wirklich braucht, und das ist fast die Mehrheit oder die deutliche Mehrheit von allen, ich bin immer wieder geschockt, dann kann so ein Kind das Gehirn nicht richtig entwickeln. Und es gibt schon solche Störungen. Ich kenne viele Heilpraktiker, Ärzte und das ist erschütternd, dass wir halt in einer Gesellschaft, die eigentlich noch im Wohlstand lebt, ne, es wird versucht, den zu zerstören, aber das lassen wir nicht zu, ne, und dass man dann halt dafür sorgen muss, dass wir diese DHA, EPA-Fettsäuren kriegt. Also Dr. Michael Neels. Also bitte alle die Arbeit von Dr. Michael Neels anschauen, einschließlich der neuesten Arbeit zur Zerstörung der Gehirne. Und er hat halt ganz klar belegt, dass halt diese Fettsäure als Teil vom Omega-3 und DHA, EPA ist eigentlich fast nur in großen Mengen in Fisch drinne, in diesen fettigen Fischen. Auch in zum Beispiel Rindfleisch, wenn das Rind halt Heu und Gras frisst oder im Agroforst die Blätter frisst. Und jetzt ist die Herausforderung, wie kann man das auch für Vegetarier und Veganer hinkriegen? Und das geht erst seit ein paar Jahren und das sind dann die Algenöle. Und das ist auch das Thema von Michael Neels. Und jetzt sind wir gerade dran zu entwickeln, wie kann man Low-Tech-Algenproduktion auch im ländlichen Raum machen. Ne, also es kann halt sein, jetzt mit dieser Kolonialisierung des Westens, dass plötzlich irgendwie unser Euro nichts mehr kann. Ne? Wir haben irgendwas in der Tasche und dann werden wir halt merken, wie das halt war in Ländern, die wir als Entwicklungsländer bezeichnen, wenn man einfach nichts kaufen kann und wenn so ein Tagesgehalt nicht mal reicht, um das Nötigste zu kaufen. Immer mehr Leuten geht es so durch eine Politik von Menschen, die der Kolonialisierung dienen, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. An ihren Taten erkennen wir sie immer mehr. Lug und Trug werden verschwinden. Ne? Nochmal ein Hallo an die Menschen, die die alten vedischen Texte geschrieben haben. Und da ist ja einfach zum Glück jetzt sehr vieles möglich. Aber man muss halt jetzt sehen, die lokale Wirtschaft aufbauen. Und dazu gehört aus meiner Sicht halt, dass wir lokal DHA, EPA herstellen können. Und da ist ein genialer Weg, wenn man Teiche macht. Zur Wasserspeicherung sind Teiche gut, auch wo man mal reinspringen kann, wenn es im Sommer heiß ist. Gerade wenn man gärtnert, ist es halt einfach super, wenn man zwischendurch einfach mal ins Wasser springt. Und danach macht es wieder Spaß. Das ist wirklich total klasse. Und in solchen Teichen kann man halt dann auch Schwimmpflanzen haben, die gigantisch schnell wachsen, wenn genug Licht und Nährstoffe da sind. Und dann halte ich in diesem Teich Graskarpfen. Und die Graskarpfen haben einen sehr hohen Anteil an DHA, EPA, Fettsäuren. Man muss allerdings den gesamten Graskarpfen dann auch ja, verwerten. Und dann haben wir eine tolle Quelle, um die Gehirngesundheit sicherzustellen und halt, dass schwangere Frauen das essen. Ich meine, wenn Frauen schwanger sind, plötzlich fangen sie an, fettigen Fisch zu essen und wissen gar nicht warum. Aber das ist halt, ne, das ist halt, das ist der Instinkt, da weiß man, das wird gebraucht. Das entwickelnde
Baby braucht das. Und da ist halt dann dieser Graskarpfen ein toller Weg. Hühner auch in Grenzen, wenn die Hühner Grünzeug fressen. Deshalb ist toll, dass immer mehr Hühner draußen rumlaufen. Und wenn die Grünzeug fressen, sind die Eier halt auch reicher an DHA, EPA. Und insofern ist das ein guter Weg. Das spielt alles zusammen. Aber wie gesagt, wir arbeiten dran, jetzt auch noch diese lokale Algenproduktion zu machen. Und das ist halt etwas, wer da Interesse dran hat, gerne melden, weil das ist halt, wir fangen gerade an. Ich habe gerade jemand eingestellt, der da jetzt die Grundlagen legen wird. Und ich brauche noch Leute, die sich interessieren, sowas auch mitzumachen. Und das ist eigentlich jetzt auch so ein Aufruf. Jetzt hast du da ein interessantes Tier vor dir. Interesse an Karpfenzucht. Ja, Graskarpfen ist kein Karpfen. Ne? Also es ist, die schmecken recht gut und man muss aber die Gräten so quer durchschneiden und dann kann man die ganz gut essen. Das heißt, die es gibt vegane Alternative, gibt es keine, aber vegetarische gibt es quasi die Eier von Hühnern, die Gras fressen. Also ich habe auch, ich lebe auch nicht vegan, sondern vegetarisch, weil ich eben ein bisschen Eiweiß mir zuführen will. Und unsere Hühner leben im Garten und laufen viel herum und holen sich ihr Gras und ihre Kräuter. Ja, genau. Und man kann aber auch Algenöle kaufen seit wenigen Jahren. Und das ist aber auch was man sich leisten können muss. Also die kosten so pro Mensch und Tag ungefähr 1 Euro. Und deshalb wollen wir halt so lokale Produktion machen, dass man halt da einfach auch was herstellt im eigenen Umfeld. Das heißt, es gibt doch eine vegane Variante. Das habe ich missverstanden. Das sind die Algenöle direkt. Wunderbar. Wundervoll. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Du hast etwas auch erwähnt, nämlich wie wichtig es ist, in der regenerativen Landwirtschaft auch auf die Vitalenergie im Boden einzugehen und auf die Qualität des Bodens selber, weil ja viele Böden, wo Kriege stattgefunden haben, wo auch auf in kleinem Rahmen, wo große Konflikte, familiäre Konflikte stattgefunden haben. Du sagst ja, dort wächst kein Gras mehr und das ist auch sichtbar, wenn man auf Schlachtfelder geht. Was kann man da tun? Also welchen Zusammenhang gibt es da zur Bodengesundheit? Und was können wir tun, jeder einzelne von uns, um diese Böden wieder quasi in heilende Frequenzen zu wandeln? Und vielleicht kurz ein Wort dazu. Ich glaube, mittlerweile sind auch die größten Skeptiker, nicht die allergrößten Skeptiker, aber mittlerweile kann man auch über Energie und Frequenzen sprechen, ohne dass sofort ein Huhu, das ist esoterischer Wahnsinn, weil die meisten Menschen selber schon Erfahrungen gemacht haben. Ich selber habe bei meinen Eltern zum Beispiel, mein Vater hatte einen Bandscheibenvorfall und die Mami hat dann jemanden gerufen, einen Geomanten, der das Schlafzimmer untersucht hat und genau an der Stelle, wo seine Bandscheibe quasi rausgerutscht ist, war so eine Kreuzung und die Mami hat sofort eine Axt genommen und hat dieses Bett auseinander genommen, hat das verschoben, hat das geteilt und nie wieder war irgendein ein Bandscheibenproblem und ich glaube, dass fast jeder solche Erfahrungen mittlerweile gemacht hat. Ich war einmal mit einem Ex-Freund auf einem Filmset, das wir gesucht haben, damals eher auf der Filmakademie, ich auf der Schauspielschule und der Mann, der diese alte Fabrik quasi bewirtschaftet hat, das war ein leerstehendes Gebäude, natürlich eine coole Filmlocation, war ein Geomant und hat ihm dann eine Wünschelrute in die Hand gegeben. Und der Oliver war so, Blödsinn, das ist ein Blödsinn. Und er geht einen Meter, wumm. Ich habe mir das gewünscht, weil ich mir gedacht, ich möchte das unbedingt spüren. Bei mir hat sich auch bewegt, aber bei ihm, der so skeptisch war, hat er gesagt, was passiert hier? Ich denke, dass fast jeder Mensch schon in irgendeiner Form Erfahrung damit gemacht hat, dass es Energiefrequenzen, Lilien im Boden gibt, die einen massiven Einfluss haben auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit und eben auch auf die Böden. Ja, absolut. Also das ist auch meine Erfahrung. Da kann man inzwischen offen drüber reden, weil fast alle Menschen
Ja, zumindest da sich was vorstellen kann. Gerade Wünschelruten sind was, was fast alle kennen, weil das so auch für Brunnenbohren immer noch verwendet wird. In der Wasserwirtschaft ist immer noch da die Rute das Beste und Billigste, um halt zu schauen, wo bohrt man auch für Städte. Und in den Wasserwerken gibt es halt so alte Haudegen meistens, die halt mit der Rute da echt Wunder machen können. Und ich gebe inzwischen relativ viel Geomantiekurse, so Einführungskurse, und das ist für mich auch der Einstieg. Ich gebe den Leuten auch dann Routen in die Hand, und dann das können fast alle. Und das ist aber auch was, wo die Menschen, die gar nichts, gar nichts, gar nichts spüren, da muss diese energetische Befreiung erstmal am Menschen stattfinden, bevor man das im Gelände machen kann. Also das Gleiche wie beim Menschen. Also wenn da jetzt, wie du sagst, beim Vater da halt eine Störung war und dann, dass der Energiefluss nicht mehr läuft und dann Krankheit entsteht, dafür müssen wir halt einfach Traumata auflösen, Verstrickungen auflösen, und das ist inzwischen sehr einfach geworden. Und genauso sind in der Landschaft halt auch viele Störungen. Und das ist halt etwas, was in der Landwirtschaft inzwischen auch rasend schnell zunimmt. Also es gibt immer mehr Leute, die Geomantie für Landwirtschaft machen. Und ich kenne einen promovierten Agrarwissenschaftler, der macht tolle Landwirtschaftsberatung. Und das, was er zuerst macht, ist die Entstörung der Äcker. Und der sagt, dass die Bauern da inzwischen, also auch ganz konventionelle Bauern oder die gerade, also ich meine, leider ist es so, dass doch Biobauern, die meinen immer, sie wissen alles, und die sind oft gar nicht so zugänglich und pflügen weiter und kommen auf keinen grünen Zweig. Ich meine, ich finde Bioanbau super, aber man muss einfach ein bisschen weiter gucken jetzt, ne? Also auch mal dazu lernen, ne? Und auch ein Aufruf an die Verbände, endlich mal neue Sachen aufzunehmen da. Die haben keinen guten Ruf mehr zum Teil, die Verbände. Und das ist so, dass die Entstörung der Äcker ist ganz, also ich habe es jetzt am Wochenende noch gemacht hier im Allgäu, schön mit Blick auf die schneebedeckten Alpenberge. Und da ist halt die, ich meine, wir wissen alle, dass wenn wir irgendwie jetzt irgendwie eine Lampe haben, da ist halt irgendwo ein Stecker dran, das muss ich dann reinstecken, damit da Licht ist. Und jetzt ist aber in der Umgebung auch Energie. Das ist letztlich kommt die bei uns von der Sonne. Das ist halt, das sind diese ganzen Energiefelder hier, eigentlich Magnetismus, also elektromagnetische Felder, die kommen in die Erde rein, und dann gibt es Felder, die halt dann bestimmte Strukturen haben. Man kann das inzwischen alles auch, diese Leylinien und so, wissenschaftlich beschreiben. Also Dane Winter ist einer der größten Universal Wissenschaftler unserer Tage. Gerne mal reingucken in YouTube, danwinterfractalfield.com, auch in YouTube, auch ein Interview mit mir neulich drin. Und der kann halt berechnen, wie halt dieser Plasmafluss läuft. Es ist ein Plasma. Also auch was, was wir in der Schule, im Grunde, Schule ist ja, wie gesagt, eher Kindergartenstunde. Und wenn man jetzt erwachsen wird, dann merkt man, es gibt nicht nur fest, flüssig, gasförmig, sondern es gibt das Plasma. Und das hat man halt weggelassen, weil mit Plasma passieren sehr interessante Sachen. Und da gibt es halt, ja, Menschen, die sind egoistisch, die verwenden Plasma, aber die wollen nicht, dass es andere wissen, ne? Wissen ist Macht, wenn man das Wissen anderen vorenthält. Und das ist im ganz großen Stil passiert, hat aber jetzt nicht geklappt, zum Glück, ne, weil wir das merken. Und wenn wir die Gehirne jetzt aufbauen mit DHA, EPA, Fettsäuren, guten Böden, dass die Spurenelemente alle drinne sind, dann werden auch ja, einfach die Menschen noch schlauer. Und man kann halt auch diese weitergehenden Ansätze verstehen. Und es gibt eine ganze Menge junge Leute, die jetzt Dane Winter studieren. Ich bin auch Student von Dane Winter im Grunde. Und auch Dane Winter ist Geomant, und das macht Spaß. Ich war letztes Jahr bei ihm. Wir haben echt Spaß gehabt, da auch im Gelände was zu machen und in Südfrankreich. Und da ist halt die Sache, diese Energie der Sonne, die jetzt hier in die Erde reinfließt, die bringt so eine Grundversorgung. Also was die Lampe jetzt hier, ich habe hier jetzt auch eine Lampe, ne, was die jetzt hier an
Strom hat, habe ich die Stromleitung. Und wenn ich jetzt die Stromleitung in der Landschaft angucke, dann bin ich bei Kraftlinien, Leylinien. Und das sind Strukturen, die sind einmal global. Es gibt so ein globales Gitternetz dieser ganz großen Energielinien. Und dann gibt es das, verzweigt sich das so sehr fein. Und das ist halt etwas, wo ich seit letztem Jahr, ich wurde darauf gestoßen, ich habe mich da nicht drum gerissen, aber ich habe halt gemerkt, dass mir irgendwo die Energie wegging in einer tollen Gegend, auf einer Insel mit tollem Wetter und Strand und einfach gute Zeit gehabt und trotzdem war meine Energie weg. Und dann habe ich halt überprüft, weil ich täglich prüfe, wo ist mein Energielevel, ne? Das Wichtigste überhaupt, ne? Wie beim Autofahren gucken, ist da noch Sprit drinne, gucke ich halt, ist mein Energielevel hoch. Und wenn es runter ist, nennt man das Burnout und das kann man vermeiden. Und da ist halt einfach die Sache, dass ich da ausgesaugt war und die Überprüfung hat halt dann ergeben, okay, hier ist die Umgebungsenergie in dieser eigentlich äußerlich wunderschönen Gegend so niedrig, dass mir das die Energie wegzieht. Und das erkennt man daran, dass in der Gegend die Leute so eigentlich lustlos sind, grau sind, gebeugt sind und man denkt, oh ja, was ist denn hier los? Ja, die haben einfach Pech, die Kinder haben Pech, dass da die Energie gestohlen wird und nicht an die Menschen kommt und an die Pflanzen und an die Bäume kommt, sondern einfach abgesaugt wird. Und dieses Energieabsaugen läuft im gigantischen Stil in der Welt. Und das sind halt einerseits so Geister Verstorbener, die da halt irgendwie sich noch aufhalten, weil sie nicht wegkommen. Ne? Das beim Sterben, wenn die Menschen nicht erwarten, dass es weitergeht, sind die oft so geschockt oder haben ihre Dinge noch nicht erledigt oder sind halt traumatisch gestorben bei Kriegsereignissen und die hängen dafür Jahrzehnte, Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende rum und richten eigentlich Unheil an, bis hin, da wächst kein Gras mehr. Und das ist den Spruch kennen, glaube ich, alle. Und das ist halt etwas, wo man dann sagen kann, okay, das ist halt etwas, wo, wenn da kein Gras mehr wächst, da müssen wir gucken, dass wir die Geister Verstorbener befreien. Die meisten sind sehr froh, wenn man ihnen das anbietet. Und das ist halt einfach was, wo einfach unglaublich Bedarf ist. Also wir brauchen jetzt noch ein paar hunderttausend Geomanten. Und deshalb gebe ich so Grundkurse, dass ich die Leute da motiviere, sowas zu machen. Toller Nebenberuf, ne? Wo man schön draußen ist da und tolle Sachen machen kann. Und das andere, wo diese Energie weggeht, sind halt parasitäre Wesenheiten. Und da ist halt etwas, dass es gibt Wesenheiten, energetische Wesenheiten, die halt keine Seele haben und die halt nur davon leben, dass sie anderen Energie stehlen oder dass sie halt Energie raussaugen aus dem Lebenssystem. Und das ist halt etwas, lustigerweise hängt das auch damit zusammen. Also die Parasiten im Körper verschwinden oft auch, wenn man im Äußeren die Parasiten halt auch befreit. Ne? Die meisten wollen befreit werden. Ich habe noch keinen getroffen, der nicht befreit werden wollte. Manchmal muss man etwas nachdrücklicher werden. Ne? Irgendwo, ich verbanne dich für alle Zeiten aus dem Sonnensystem, oder halt hier Erlösung jetzt. Ne? Also die meisten wählen das Letztere. Und diese parasitären Wesenheiten, die können halt Menschen beeinflussen. Und das ist halt etwas, wo halt Menschen dazu gebracht werden, dass Krieg entsteht. Dieser Krieg ist das Futter für diese parasitären Wesenheiten. Und deshalb ist so viel Krieg. Das ist Energieraub. Und wenn wir jetzt halt die Energie überall erhöhen, haben die keine Chance mehr. Da, wo die Energie hoch ist, haben diese parasitären Wesenheiten keine Chance. Die kommen da nicht dran. Die sind so niedrig in ihrer Schwingung, dass die nur an traumatisierten Menschen oder an traumatisierten Landschaften andocken. Ne? Und da der Krieg, oft werden genau auf solche Energieplätze unendlich tonnenweise Bomben geschmissen, damit halt diese Wesenheiten da andocken, diese Energie saugen. Und das ist halt erschreckend, wie viel oder wie niedrig die Energie ist. Ich mache das jetzt erst seit ungefähr ein bisschen über ein Jahr. Und wenn ich irgendwo bin, merke ich, oh verdammt, das ist ja auch wieder niedrig. Also eine
Ich habe jetzt so das erste Mal eine Stadt gehabt, die energetisch sehr hoch schwang. Das war Ravensburg. Ist auch so eine Märchenstadt, ne? So richtig toll. Und da haben offenbar Geomanten gewirkt und da ist die Energie sehr hoch. Und da ist, die Menschen sind dann auch gut drauf, ne? Das ist halt da, wo man dann fröhlich sein kann und die Kinder können sich gut entwickeln und die Pflanzen auch. Und das ist halt das jetzt wieder den Bogen zur Landwirtschaft zu finden. Wenn die Äcker entstört werden, wächst es besser. Die Nährstoffdichte wird höher, auch wenn man nichts anderes verändert. Und das ist halt etwas, was für mich jetzt dazu geführt hat, also üblicherweise fünf Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft. Ich habe da noch zwei dazugefügt, weil halt diese Anreicherung der Biologie mit den Mykorrhiza-Bodenpilzen idealerweise, ne, das Olivenöl, ne, so dass das richtig super wird. Und auch dann die Mineralien, Spurenelemente, solange die Biologie noch nicht richtig brummt, dass man die mitzufügt. Stefan Hügels Mineralienwende, gleichnamiges Buch auch, da steht ganz viel dazu drin. Und dann jetzt das achte, das sind jetzt sieben Elemente. Und jetzt das Neueste, was ich, das habe ich erst seit ein paar Wochen, sind jetzt acht Elemente. Auch in meinem YouTube-Kanal da ein Vortrag dazu. Und das achte Element ist halt Entstören, Energie. Ja, einfach wieder in Gang bringen. Und es ist für Geomanten, die sowas können, relativ einfach. Das ist so das Schöne. Nur es braucht halt noch, wie gesagt, ein paar hunderttausend Menschen, die mitmachen. Und das ist so der Aufruf. Also einerseits macht Betriebe auf, regenerative Agrochemie, lokale Betriebe gründen, Netzwerke und so weiter, kann man gutes Einkommen generieren. Wir können dafür sorgen, dass wir nicht Entwicklungsland werden oder halt ja, Kolonie werden. Und das ist halt etwas, wo dann halt auch man im Teilberuf Geomantie machen kann. Also für die Landwirtschaft passt sehr, sehr gut zusammen. Und das ist halt einfach was, wo ja einfach jetzt so doch relativ einfache Wege sind, einfach sein Haus zu entstören, dass dann die Menschen wieder gesund werden, wieder Lebenslust kriegen, dass die Äcker wieder gut werden, die Gärten gut werden und die Pflanzen sich gut entwickeln können. Wundervoll. Das heißt, das kann man bei dir lernen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, oh, bei mir zu Hause wäre das wirklich angebracht und hilfreich, oder ich einen bäuerlichen Betrieb habe, kann ich quasi bei dir die geomantischen Werkzeuge lernen, um das dann selber umsetzen zu können. Ja, ich mache so in meinem Umfeld, wenn ich unterwegs bin, ich mache Vorträge, regenerative Landwirtschaft, dann gucke ich halt, ist Interesse an Geomantie, ich mache nur halbtags Einführungsseminare und ich verweise dann auf andere Geomanten, die halt gute Ausbildungen anbieten. Eine Ausbildung, die für Profis ist, wo die Landwirtschaft ganz klar da drin ist, ist das nennt sich neue Geomantie. Und das ist auch ein promovierter wie heißen die jetzt? Stallkamp und ach Mist, habe ich jetzt gerade gar nicht präsent. Aber wenn man sucht, neue Geomantie und Ich werde es unten, verlinken. Wir können ja nachher noch in Kontakt sein. genau. Ich habe mir noch was rausgeschrieben: Rainer Gebensleben, der sechste Sinn und seine Phänomene. Ja, das ist komplex. Also das ist eher was für Wissenschaftsfreaks. Also da die neue Geomantie ist der bessere Zugang oder halt Dane Winter für die gut Englisch können und Interesse an echter Physik haben, ne? Also Dane Winter kann auch erklären, warum es Gravitation gibt. Der kann erklären, warum Materie entsteht. Und der kann auch erklären, warum Bewusstsein entsteht. Das sind eigentlich Fragen, die sind nicht ganz unrelevant und das können Physiker sonst nicht. Also das ist halt einfach, ne? Und das ist halt einfach lächerlich, wie halt eine Pseudowissenschaft sich aufbläht, mit ihren dummen Dogmen da stehen. Also ich bin jetzt einfach mal so fies hier, weil ich hab's satt, ne? Also diese Überheblichkeit, ich bin der Größte, weil ich in einem ganz kleinen Bereich halt alles weiß und da aber von anderem gar nichts weiß. Schon nicht mal weiß, was Plasmaflüsse in der Landschaft sind. Da weiß man nicht viel und da sollte man bescheidener werden. Und das ist halt was, was ich als Uni-Prof einfach meinen Kollegen mal sage: Werdet wach. Die meisten Uni-Profs sind relativ beschränkt in dem, was sie interessiert. Und das kann sich ändern, weil auch für die Menschen diese Öffnung, die Schwingungserhöhung natürlich da ist,
Die brauchen wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger, aber auch sie werden sich freuen, wenn sie da einsteigen. Und wer einfach im Dogma bleiben will, ja, kann man ja auch. Es ist eine Wahl. Und es ist dann halt letztlich ein ödes Leben, wo man hinterher vielleicht sieht, oh, Moment mal, ich habe ja die spannendsten Dinge verpasst. Ich danke dir dafür. Ich sehe es auch immer wie so wie die Truman Show, in die wir hineingeboren werden, wo so die Wissenschaft, die Hüter des Randers der Truman Show sind und man irgendwann mal draufkommt, dass das spannende Leben eigentlich dort stattfindet, wo die Hexen verbrannt wurden und wo sich vielleicht die Schwurbler befinden oder die Esoteriker oder wie auch immer, welche Begriffe man erfunden hat, um sie irgendwo auszugrenzen, damit ja niemand da hinausschaut, wo es eigentlich das Leben sich abspielt. Aber jetzt sind genug Cracks drinnen und wir haben uns ja schon hinausbegeben. Und das Ja, Spiel. das ist halt einfach jetzt unglaublich, was alles passiert. Und jetzt ist aber auch noch ein Aufruf an die Menschen, die sich jetzt öffnen, die gucken, es gibt ganz viel Blödsinn auch. Also deshalb die Grundlagen lernen, einfach auch ein bisschen naturwissenschaftliche Grundlagen können und vor allen Dingen einfach so ein bisschen auch hinterfragen, ne? Weil es ist halt, ist das stimmig? Ist das richtig? Ist das naturwissenschaftlich plausibel? Sonst geht es nicht gut weiter. Also wir müssen halt doch auch seriöse Wissenschaftlichkeit reinbringen in diese erweiterten Bereiche. Deshalb nochmal den Winter, ne? Das ist die Wissenschaft der Geomantie zum Beispiel, aber auch die Wissenschaft der Gravitation und so weiter. Und auch der neuen Energiesysteme und so, ne? Da geht unheimlich viel. Aber deshalb halt einfach immer weiter lernen und nicht einfach jetzt da auch wieder Dogmen machen. Also es gibt auch da viele Geschäftemacher, die mit irgendwelchem bekloppten Zeug dann einfach da Leute einfangen. Oder auch diese Guru-Masche, ne? Also es ist halt der Guru. Vermeidet auch, dass die Leute selber schlau werden. Die wollen ja andere abhängig machen, ne? Die wollen halt ihre Fangemeinde vergrößern und deshalb werden auch da Dogmen verkauft. Und man sagt hier, der nächste Kurs, dann lernst du auch das noch und in dem Kurs, der dann nicht mehr ganz billig ist, da lernst du auch noch, wie du erleuchtet wirst. Und diesen Quatsch brauchen wir nicht mehr. Man kann von vielen viel lernen, aber man muss auch sehen, wann es genug ist. Und man muss unterscheiden lernen. Und das ist jetzt auch nochmal ein Hinweis, dieses Spüren lernen, was ist richtig? Und das ist dieses Gefühl. Wir haben dieses Gefühl, aber wir sind auch leicht beeinflussbar. Und jetzt noch einen Tipp. Das ist halt auch noch was, damit wir unser Unterscheidungsvermögen aufbauen können. Wenn ich irgendwas überprüfe, mit einem Pendel, mit einem Tensor oder einfach nur vom inneren Gespür, kann es sein, dass mir irgendwelche Wesenheiten, zum Beispiel diese Parasitären oder auch Engelwesen oder auch ein Geheimdienst, ne, bestimmte Frequenzen hat, ne, diese Voice of God-Technologie gibt es schon seit Jahrzehnten. Man kann Menschen einspielen, hier ist Jesus, geh bitte raus und ich übernehme jetzt die Regierung. So, ne? Also es ist halt, sowas ist technisch möglich. Und deshalb halt, wenn irgendwas ist komisch, der erste Punkt ist, ich gehe in meine Mitte, in mein Herzensmitte und tief durchatmen und dann merke ich schon mal mehr. Und dann, wenn man dann abfragt, wenn man testet, ich schaffe einen ungestörten Raum der höchsten Quelle. Und in diesem Raum, das ist eine Willensäußerung, das können wir als Menschen machen, weil wir Teil der höchsten Quelle sind. Wir haben alle diesen Funken. Und da können wir dann überprüfen und es ist lustig, wie häufig da doch der Test anders wird, weil es wird unglaublich viel reingefunkt, auch selbst in diesen alternativen Bereichen und sonst was. Ne? Und es geht nur gut weiter, wenn wir selber, also wir. Früher war halt, da gab es dann einen Schamanen und da ist dann halt, ja, dann gab es halt da den Clan und die haben dem Schamanen glauben müssen, weil die konnten es nicht spüren. Und jetzt gibt es halt zum Beispiel bei den Kogi, die haben halt schon mal vier, fünf Schamanen und die stimmen sich ab und wenn jemand nicht mehr spürt, dann ist der nicht mehr Schamane. Und
Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir alle so ein Stück weit schamanistisch arbeiten und auch magisch arbeiten. Es gibt mit Geomantie, mantisch arbeiten ist das Spüren. Und das magische Arbeiten heißt, ich schaffe einen Raum der höchsten Quelle. Das ist magische Arbeit. Und es ist auch magische Arbeit, wenn ich jetzt so eine Energielinie, Leylinie befreie und nehme ich Engelwesen zur Hilfe. Also wir haben sehr viel Hilfe da. Wir sollten jetzt nicht meinen, wir müssen das selber machen. Man kommt sehr, sehr leicht in Illusionsräume. Deshalb auch, ich muss immer wieder gucken, an den Boden kommen, zu mir selber kommen und nicht größenwahnsinnig zu werden. Ne? Und das ist irgendwie was, wo diese Felder sind da. Ne? Also dieser Weltretterwahn, den hatte ich auch länger. Ne? Das war auch eine Motivation für mich, diesen Umweltschutz zu machen. Also hat mich zu was Gutem geführt, aber aus einer Überheblichkeit. Ne? Damals bei Greenpeace, wir wussten genau, was los ist und wir waren die Größten, alle anderen waren blöd. Und das ist einfach, das war einfach unglaubliche Dummheit auch damals, selbst wenn wir damals die richtigen Sachen gefordert haben. Deshalb die eigene Entwicklung, Traumata auflösen, Blockaden auflösen, Weltretterwahn auflösen und zu sich selber kommen. Ich danke dir so sehr. Ich bin gerade sehr bewegt von unserem Gespräch, auf wie viel Ebenen das gleichzeitig wirken darf. Ich nehme an, alle, die jetzt mit uns sind und zugehört haben, sind auch haben Ebenen gefunden, wo sie sehr berührt sind oder noch mehr berührt sind oder Ebenen, die ganz, wo etwas Neues aufgegangen ist, ein neuer Möglichkeitsraum so wahrzunehmen, den Boden so zu sehen und auch seine Wirkkraft bei aller Demut, das, was wir als Menschen bewirken können, zum Positiven, zum höchsten Wohle allen Lebens einzusetzen. Ralf, ich danke dir so sehr. Ich bin so beglückt, dass wir zueinander gefunden haben jetzt in dem Gespräch. Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich freue mich auch sehr, wenn wir uns mal live begegnen oder vielleicht sogar irgendein Seminar auch für die Living Earth gemeinsam entwickeln können. Sehr gerne und vielleicht auch dann im Ende September in Südfrankreich, Kongress von Dane Winter, da halte ich einen Vortrag. Das wäre auch mal spannend, mit ihm mal zu sprechen. Und ja, die Leute, die jetzt ja da angetriggert sind, wirklich was machen. Also das ist halt die größte Falle, ist, dass man das jetzt denkt, das findet man schön und jetzt nimmt man das nächste Video her oder das nächste Buch. Ne? Einfach mal weglegen, rausgehen, was machen. Und das ist halt letztlich das, was weiterbringt. Und auch die, die jetzt vielleicht bei manchem die Augen drehen und sagen, das ist ja bekloppt. Okay, es ist okay, da kann ich mit leben. Ich muss nicht von allen Zustimmung kriegen. Ich habe auch Zeiten, ich war auch zu Zeiten, da hätte ich sowas selber doof gefunden oder nicht verstanden. Also da ist halt dann ja, einfach ja, ein bisschen Bescheidenheit auch bei denen, die eigentlich meinen, alles zu wissen, ist ganz heilsam da. Und insofern, ja, es wird gut weitergehen und es entwickelt sich ganz, ganz vieles Tolles. Und wir müssen aber auf dieser energetischen Ebene arbeiten. Das ist das Allerwichtigste, sonst wird es nicht gut weitergehen. Wir müssen die Energie zurückgewinnen, zurückerobern. Und wenn wir das tun, wird sich auf der physischen Ebene ganz, ganz vieles von selber regeln. Der Krieg wird aufhören und die Menschen werden zu sich finden, die Nahrung wird besser werden und so weiter. Das Wasser wird wieder kommen, ne? Wolkenbildung durch gesunde Böden und dann regelt sich auch da das komische Wettergeschehen. Ja, es gibt ein Wetter, was durcheinander gekommen ist und das aber zum ganz großen Teil durch kaputte Böden. Und wenn wir die Böden wieder herstellen, ist das Thema erledigt. Und die Tatsache, dass das politisch irgendwie gar nicht vorangebracht wird, sondern irgendwie alle möglichen sonderbaren Sachen, wo wieder neue Milliardenmärkte entstehen und Umweltkatastrophen gemacht werden und Sklavenhaltung jetzt im größten Stil aller Zeiten laufen, weil überall diese scheiß Lithiumbatterien eingebaut werden in Elektroautos, die ökologisch eine Katastrophe sind. Ja, das ist nicht grüne Politik, ne? An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und deshalb einfach klar denken, gucken, was passiert wirklich. Und ja, Lug und Trug werden verschwinden. Ja, und alles, was lügt und trügt, bringt uns ja wieder dorthin, dass wir unser Leben in die eigene Hand nehmen und souverän werden. Ich
Danke vielem, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, weil es uns dazu gebracht hat, wieder darüber nachzudenken, wie wir unsere Energie auf allen Ebenen uns zurückerobern können. Und da ist der Beginn im Boden. Und ich danke dir auch so sehr für das Bewusstsein, dass Friedensarbeit im Boden anfängt. Genau, und, so ist es. Ja, ich werde mir das, ja. werde mir dieses Video sicher noch mehrmals anhören, was ich meistens nicht tun kann, weil mir die Zeit fehlt, aber da ist so viel drinnen. Und ich werde auch verlinken zu den einzelnen Punkten, zu den anderen 5 Punkten der regenerativen Landwirtschaft. Und ja, schaut euch das gleich nochmal an und teilt das Video gerne. Da ist so viel drinnen und es waren so viele, ich denke mir, für viele Menschen, die sich auch mit Landwirtschaft, mit Böden beschäftigen, auch noch Aha-Effekte darin. Und ja, gemeinsam lassen wir ein Paradies auf Erden sprießen, erinnern uns daran, dass wir Gärtner im Paradies sind. Und ich freue mich auf alle, die ich auf der Living Earth treffen kann und die ihr auch eure Lösungen dort teilt. Super, ja, ich danke dir sehr. In meinen Büchern steht noch einiges mehr drin. Das neue Dorf, neues Dorf für neue Erde. Link kommt drunter. Und die Sachen, die wir hier besprochen haben, wissen sehr, sehr viele nicht. Nicht mal ansatzweise. Bitte schickt es weiter an Leute, die in diesen Bereichen tätig sind, wo ihr meint, dass sie offen dafür sind. Weil wir müssen jetzt langsam aufdrehen. Also wenn wir mit diesen Dingen nicht weiterkommen, dann könnte es schwierig werden. Und das ist halt einfach so ein bisschen Mitwirkung und dann aber, wie gesagt, was machen, Garten machen, rausgehen, in den Wald gehen und so weiter. Ja, vielen Dank und ja, tolles Gespräch. Ich danke dir für, was du machst und ja, geht gut weiter und bis bald mal. Bis ganz bald. Ich grüße euch alle. Auf der Living Earth teilen wir viele Lösungen wie diese, um gemeinsam eine neue, lebendige Erde zu gestalten. Schaue dir jetzt gleich das Video auf der Startseite an und finde heraus, was für andere wundervolle Dinge die Living Earth noch kann. Jeder Pionier ist wertvoll. Falls du also noch kein Pionier bist, komm, wir freuen uns auf dich.